Hallo Leute, ich bin Anwalt von Willkommen zu einem Infovideo von mir. Dazu nehme ich diesen Hintergrund bzw. diesen Spielstand, der ist extra so ausgestattet. Wie ich das Ganze gemacht habe, erkläre ich euch ganz später. Folgendes Leute, das ist mein kleiner Infovideo zu einem Zusatzprojekt, kann man so sagen, also mit diesem Spiel hier. Ich werde euch etwas erklären. Und zwar, Leute, ich habe ja am Anfang, als ich das ganze Projekt angefangen habe, gesagt, dass ich mich nicht entscheiden könnte. Ja, die Map ist übrigens hier. Soweit ist sie geöffnet. Ich habe ja gesagt, dass ich mich nicht bei dem Spiel entscheiden könnte. Ja, als ich das Ganze angefangen habe. Und da war folgendes, Leute. Ich könnte nicht entscheiden zwischen Let's Play und ich habe noch ein Projekt in Sinnen gehabt. Und wir starten mit diesem Video, beziehungsweise das ist wie gesagt Info-Video. Wir werden aber noch ab Tag einstarten. Das heißt, Leute, diese ist die 00-Folge. Wir werden aber allerdings ab 01-Folge diesem Projekt starten. Dieses Projekt heißt 100 Tage. Ich will hiermit schon mal anfangen. Also mit diesem Spiel, es werden mehrere kommen. Also eine neue Reihe wird gestartet. Am besten so, dass wir es einfach jeden Tag, also wir werden dort Spiele nehmen, die Tagenzähler haben. Also das ist auch für mich einfacher und ihr könnt damit auch schauen, wie weit wir halt eben sind. Jetzt zu einer Sache. Mit was wird denn da anders? Auf jeden Fall, Leute, es werden Veränderungen sein. Also erstens, ihr werdet nicht meine Stimme hören bei dem Spiel. Das heißt, es wird no Kommentare sein. Also wir werden einfach spielen und schauen, wie weit wir kommen. Das ist erstens. Zweite Sache, was sein wird, ist, wir werden gucken, nicht nur wie weit wir kommen, sondern wir werden schauen, dass wir nur mit einer Person spielen. Das heißt, Leute, es werden keine zwei sein, die gelevelt sein werden, sondern eine. Ihr könnt unter diesem Video auswählen, welcher das sein soll. Also entweder der Junge oder eben die Frau. Also da könnt ihr euch entscheiden, wenn wir da auswählen. Dritte Sache, Leute. Also die noch eine Veränderung, die sein wird, ist, Leute, oder sein wird, ist, dass wir keine gute Seite spielen werden. Für diejenigen, die dieses Projekt verfolgen, die wissen, dass hier noch eine Seite ist, die wir eigentlich bei dem Let's Play nie tun. Und zwar die böse Seite. Die böse Seite bedeutet, Leute, dass wir wirklich die Leichen auseinandernehmen werden und wir werden als Menschenfresser spielen. Das heißt, wir werden beziehungsweise nur der Charakter. Also was ich meine ist, wir wählen einen von denen und dann werden wir das hier essen.
Es geht auf Moral, also die Moral wird runtergehen, zwar, aber da wir nur eine Person, also dieses Fleisch zum Beispiel wird nur unsere Arbeiter essen, das heißt, wir werden das richtige Fleisch, also das Fleisch und alles Gute essen, an unsere Arbeiter geben und der Rest, also wir werden Menschenfresser. Dann, wir werden so weit ausbauen, dass wir, also wir werden so weit bauen, dass wir anders bauen werden. Das heißt, die Häuser werden jetzt nicht so wie bei Let's Play, sondern irgendwo hier auf dem Grünen sein. Es wird zwar Schutzgebäude geben, allerdings nur eben mit diesen Spikes. Es werden keine Steine, beispielsweise keine Steine sein, beziehungsweise keine Steinmauern. Also wir werden komplette Gegenteil spielen. Komplette Gegenteil von dem, was wir als Let's Play spielen. Wir werden alle Geräte bauen, die zum Beispiel Menschen köpfen oder töten. Wir werden die alle aufhängen und die werden uns bei uns hängen. Also wir werden so richtigen Schwein spielen. Und das bedeutet, Leute, dass wir ein kompletter Gegenteil sein werden. Also wir werden wirklich ein komplettes Gegenteil sein. Und ich will, damit es halt Interesse ist. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen in 100 Tage. Leute, ich muss noch etwas sagen. Und zwar, es wird nicht so sein, dass wir eine Folge einen Tag haben. Nee, sonst wird es 100 Folgen sein. Wir werden, also wir werden versuchen, in einer Folge 1 bis 3 Tage schaffen. Es wird aber so sein, dass wir, also dass wir nicht schneiden können. Das heißt, ich kann nichts offscreen spielen, sondern wenn es nachts ist, kann ich vielleicht dort noch was machen, also nachts, ohne zu schlafen. Aber damit es wirklich, also Tageszähler wirklich so funktioniert, sozusagen, werden wir das so machen, Leute. Wir werden diese Tage so machen, dass wir wirklich durchziehen mit Holzhacken und so weiter und so fort. Und ja, es werden jede Menge Veränderungen sein. Also wir werden nur mit einem spielen. Das heißt, wir werden nur mit entweder mit der Frau oder mit dem Mann spielen. Das wählt ihr, wenn ihr wollt. Also ihr könnt in Kommentaren schreiben. Das heißt, Leute, pro Tag, also pro Tag werden zwei Videos von diesem Spiel rauskommen. Einmal Let's Play, dort machen wir weiter, und einmal die 100 Tage Challenge. Ja, das ist einfach unsere Challenge. Wir werden, wie gesagt, totale, ja, auf Deutsch ausgedrückt Arschloch spielen und auch noch dazu Menschenfresser. Also, wir werden nun mit Menschen, also, wir werden auch so diesen bizarre Cooking Table haben und werden dort auch so spielen, dass wir wirklich diesen Cooking Table auch verwenden, um ja, bessere. Junge, ich bin so stark, da brauche ich einfach nur einmal schlagen, fertig ist.
Wir werden so richtig abgehen. Also wir werden das hier verwenden. Das hier. Ja. Wir verwenden normalerweise so das nicht in unserer Challenge. Hier. Also in unserer Let's Play. Hier schon. Also es wird blutig. Es wird eklig. Nicht für jedermann. Aber damit es halt der Unterschied zum unseren Let's Play ist, werden wir das Ganze machen. Let's Play, wie gesagt, wird weiterlaufen. Auch heute. Ich werde nach diesem Video nochmal Let's Play Folge raushauen. Nur, wir sind bei Let's Play jetzt schon mal bei ja, Jubiläumsfolge. Ihr werdet sehen, welche. Und ich habe mir gedacht, es wird Zeit, dass wir auch dieses hier anfangen. Dass wir wirklich wow, habe ich hier Punkte, ey. Ich will nicht wissen, wie gut ich hier bin. Tja, ich bin überall auf Max, fast. Außer hier. Naja. Wie auch immer, Leute. Also, Tag 2. Nachts werde ich vielleicht so offscreen Holz hacken. Und dann sehen wir zum Beispiel ab Tag 3 uns in der nächsten Folge wieder. So wird es sein. Wie gesagt, wir werden absoluter Gegenteil von jetzigen Let's Play spielen. Ich weiß nicht, ob ihr da Interesse habt. Ich konnte einfach mich nicht entscheiden, weil ich wollte eigentlich die 100-Tage-Challenge mit diesem Spiel machen. Nur, wie gesagt, da war so, dass eben ich musste eben mich entscheiden und Let's Play war mir das richtige Entscheidung. Also Let's Play war eben das, was ich als allererstes starten wollte, weil es eben für mich wichtig war, euch mal zu zeigen das Spiel und ich wusste nicht, wie ihr dazu steht, also ob euch dieses Spiel gefällt und oi, nein, 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 nein. Nur essen. Auf jeden Fall, Leute, hoffe ich, dass euch das Projekt gefällt, die 100 Tage. Wie gesagt, es werden nicht einzelne Tage in jeder Folge sein, sonst wird das viel zu, ja, viel zu viele Folgen. Das werden 100 Folgen sein. Wenn wir pro Folge nur eben pro Folge nur einen Tag machen. Nein. Es wird auch keine Beschriftung sein. Also, was ich meine ist, ich werde einfach nur so schreiben, Tag 1 bis 3 zum Beispiel, als Beispiel. Ja. Und ja, ich hoffe, euch wird dieses Projekt gefallen. Das ist wie gesagt ein kleiner Infovideo. Und ich hoffe, ihr werdet Spaß daran haben, weil, wie gesagt, Leute, ich würde gerne das Ganze mal als Challenge ansehen und damit wir halt nicht immer das Gleiche haben, will ich natürlich so haben, dass wir ja was verändern. Also ich will hier wirklich so ein Bösewicht spielen. Wir werden alle schlachten, alles zerschlagen, alle bei uns werden hängen, köpfen und so weiter und so weiter. Ja. Also wir werden so ein richtiger Menschenfresser sein. Wie gesagt, es werden noch mehrere Veränderungen sein. Also es wird nicht sein wie bei Let's Play. Wie gesagt, es wird erstmal keine Stimme von mir zu hören sein. Aber wie gesagt, ich hoffe trotz allem, dass das Ganze alles klappt, so wie ich gerne hätte. Und dass euch das auch Spaß macht.
Weil ich würde gerne das Ganze nochmal anfangen. Und die 100 Tage mal durchziehen. Ja, also dieses Projektreihe, die 100 Tage, ja, es ist so, dass das nur der Name ist. Ich wusste nicht einfach nicht, wie ich das nennen soll. Es werden Spiele sein, zum Beispiel, wo nur 50 Tage Survivor sein wird und und. Auf jeden Fall, Leute, hoffe ich, dass dieser kleine Info-Video euch gefallen hat. Ihr könnt, wie gesagt, wählen, wenn wir spielen, Mann oder Frau. Aber wie gesagt, es wird so sein, dass wir nur eine spielen. Das heißt, die zweite Person wird nur hier rumstehen. Ja, wir werden das Bauprinzip vielleicht wird das gleiche sein. Übrigens ist nur der Mann sehr stark, die Frau hier ist bei 0. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, fürs diese Infovideo und ja, bis zu Folge Nummer 1. Euer Lone Wolf haut rein, Leute. Ciao.